Ich will ja nicht sagen, aber ihr habt mich leicht erschreckt. So, so leicht. Lumos! Lumos! Lol, man kann die sehen. Ich darf mich nicht so laut sagen. Los, Obi. Ah. Da hat er sich aber gefreut. So. Was war noch da? Lumos. Lumos. So, anders drehen. Lumos. So, jetzt ist hier. Ist kein Grund gekommen. Versuchen, verschlossen, verschlossen, öffnen. Spielt Fortsetzung. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir speichern können. Ah, okay, da können wir lang vielleicht. Na, warte. Schief. Er will gratis schießen. Kannst du? Schade. Verschlossen. Ah, warte mal. Nehmen. Loslassen. Drücken. Also nicht abschießen, sondern wir müssen es drücken. Ja, das ist klar gewesen. Und dann gehen wir hier wieder durch. Ja, hier durch. Durchsuchen wir. Oh. 5 Grad. So, jetzt kommt die Tür auf. Jetzt kommen wir da durch. So, hopp. Jetzt muss es theoretisch abgeholt werden. Nicht von Hedwig, sondern von Hedwig. Hedwig. Ich glaube, ich ist Hedwig.
Naja, Besorgung da gemacht hat. So, die Tür ist zu. Hier kommen wir nicht durch. Verschlossen. Was war da? Verschlossen. Kameraführung manchmal. Ja, ist so eine Sackgasse. Harry! Harry, wir haben gehofft, dass du nur einen Kamin zu weit geflogen bist. Ich war außer mir! Was ist los, Ginny? Du siehst unglücklich aus. Das Flohpulver war schlecht und ich habe all meine Sachen in den Kamin verloren. Soll ich zurückfliegen und nachschauen? Das ist wirklich nett von dir, Harry. Aber kauf zuerst deine Schulsachen. Was steht alles auf deiner Liste? Ich brauche eine Ausgabe von Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2 und ein neues Zaubertrankfläschchen von Quacksalbers. Gut, dann gehen wir nun zu Flourish und Blotz. Hier, den wirst du brauchen. Er ist in den Kamin gefallen, als du mit dem Flohpulver gereist bist. Ein Silbersickel. Danke, Mrs. Weasley. Los, Harry, gehen wir zu Flourish und Blotz. Geh du vor. Oh, erinnere mich. Kauf ein Zauberfläschchen Köpfle in der Apotheke. Kauf ein Lehrbuch der Zauber Band 2 bei Bauerpop. Auf die Codebank. Flipendo! Aber wenn ich jetzt auflade. So, aufgeladen. Lumos. Flipendo! 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 Nur zwei Bohnen im jeweils. Hier ist er. Hier wackelt nichts. Ja, da wackelt was. Flipendo! So, die Apotheke, da müssen wir ja rein. Daneben wackelt er auch noch. Ich hoffe, dass wir wieder rauskommen. Wenn nicht, ist das ein bisschen doof. Hier finde ich nichts. Wie viel kostet dieses Zaubertrankfläschchen, bitte? Es kostet 8 Sickel. Wie viel kostet... Ich brauche mehr Sickel, um das Zaubertrankfläschchen zu kaufen. Das ist nur die Frage. Wo kommen wir denn jetzt her? Wo finden wir die Sickels? Die Bank ist das zu. Und wir haben ja das Geld auf der Bank. Und Online-Überweisung gibt's nicht.
Ein Paypal? Auch nicht. Flipendo! So. Der Kessel noch? Flipendo! Flipendo! Wieso geht's so nicht? So, mag ich schon mal den Fa- Okay, das heißt also, wenn wir unsere Bildchen da rausgekriegt haben, wackelt sie immer noch weiter. Ist doof. Ich fülle das Lager auf. Hau ab! Lumos! Okay. Tut mir leid. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, das ist die Frage, ne? Wo können wir... Geld holen. Wo finden wir Geld? Wo? Warte mal. Ich kannte deinen Vater, weißt du? Ein guter Zauberer und tragischer Verlust. Danke. Auch geschlossen? Du musst 2000. Du musst. Was hast du? Zauberausstattung. Hier geht's runter. Das ist nur die Frage, wie, wo, wie, was. Finden wir die Sachen? Aber wir haben eben gerade draußen was gesehen. Wir dachten, wir hätten dich für immer verloren. Hier ist Freude und Leid, Laden für Zauberscherze. Flipendo! Ansprechen? Du solltest dich wirklich gut umschauen bei Freud und Leid. Man kann nie wissen, was man dort findet. Du musst. Flipendo! You must! Probier doch die magische Messlatte mal aus, aber erst mit den Zaubersprüchen des zweiten Schuljahres funktioniert sie richtig. Okay, dann machen wir aufs. Aufladen.
Flipendo! Probier doch die magische Messlatte mal aus. Aber erst mit den Zaubersprüchen des zweiten Schuljahrs funktioniert sie richtig. Wie viel kosten Stinkbomben? 4 Sickel für 10 Stück. Wie viel kosten Stinkbomben? 4 Sickel für 10 Stück. Leider sind die alle ausverkauft. Tut mir leid. Flipendo! Lumos! Hier ist ein Weg. Lumos! Oh, Bohnen. Mehr Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Oh. Hier war's dann. Tja. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Aber wie kommen wir dann durch? Die Winkelgasse. Ja, da oben will ich hin. Lumos! So, wenn wir jetzt hier einfach aufladen. Flipendo! Ich kannte deinen Vater, weißt du? Ein guter Zauberer und tragischer Verlust. Geh ruhig rein. Wir warten hier. Du bist geschlossen. Das waren, glaube ich, Zauberstäbe. Offene Kessel. Ist hier irgendwas Interessantes? Lumos! Lumos! Sieht nicht so aus. Ja, dann gehen wir rein. So, dann gehen wir mal rein. Und wir haben Ladebalken. Dieser Ladebalken. Manchmal wirklich, wirklich lästig. Eine Bertie Box Bohne. Okay. Noch mehr Bertie Box Bohnen. Was passiert eigentlich, wenn wir 50 haben? Und wir sind nicht mal in Hotbox.
Na, der Bruno. Noch 4 Stück. Noch 3. Noch 2. Keine drin und? Auch keine drin, schade. Weil hier haben wir noch welche. Noch eine? Und jetzt haben wir 50. Lol, man kann die nicht mehr durchsuchen? Nee. Hier ist nichts versteckt. Hier ist auch nichts versteckt. Lumos! Hier ist auch nicht versteckt. Lumos! Perfekt. Weil man kann immer da durchsuchen. Hier kann man wieder nicht durchsuchen. Ah, hier, okay. Okay. Muss richtig. Manchmal verstehe ich das nicht. Wie viel kostet das Buch? Lehrbuch der Zaubersprüche, ja. Band 2 von Miranda Habicht? Ein Sickel. Das kostet ein Sickel. Kaufen. Wir haben einen neuen Zauber. Danke. Mit dem Wissen aus diesem Buch wirst du extrem starke Zaubersprüche lernen. Hier ist ein praktischer Hinweis aus dem Buch. Du musst deinen Zauberstab voll aufladen und verwenden, wenn der Zauber bereit ist. Aber sei vorsichtig. Überladene Zaubersprüche können sehr viel Ärger machen. Vielen Dank. Okay. Aber was, welcher Zauber ist denn das jetzt? Aha, okay. Unsere Zauber sind jetzt stärker geworden. Das heißt also, wir können theoretisch in den Sickel aus der Straße nehmen, mit aufgeladen. Und wir können diesen Holden Lukas ersuchen. Hast du das Buch, Harry? Ja, Mrs. Weasley. Ich kann es kaum erwarten, den neuen Zauber auszuprobieren. Wo hast du denn die Sachen verloren, Ginny? Meine Messingwaage habe ich wohl im Vorbeiflug im Kamin der magischen Menagerie verloren. Mein neuer Federkiel liegt bestimmt irgendwo hinter Freud und Leid. Als ich mein Spellotape verloren habe, war Hagrid in der Nähe. Es muss im Tropfen im Kessel gewesen sein. Magische Menagerie. Freud und Leid und der tropfende Kessel. Alles klar. Vielen Dank, Harry. Es ist so nett, dass du das für Ginny tust. Vielen, vielen Dank, Harry. Zeig uns doch mal, was du mit deinen neuen Zaubern ausrichten kannst. Zerschmettere die Fässer da drüben. Lass Lehmann. Oh. Achso, Käufer, Suche. Glissando!
Glissando! Glissando! Ein Silbersickel. So, Fort and Light, da wollen wir ja Howling Lucas spielen. Dann gehen wir zum tropfenden Kessel. Zu Hedwig. Und dann das andere. Ich muss hier nach dem Federkiel suchen. Los, teste die magische Messlatte. Mit einem perfekten Flipendo bringst du den Anzeiger ganz nach oben. Flipendo! Ausgezeichnet, Flipendo in Perfektion. So. Das ist die Federkiele. Ja, ich will da durchsuchen. Verschlossen. Flipendo! Flipendo! Da ist nichts drin, gell? Ja? Jetzt auch nichts drin. So, jetzt haben wir hier noch. Flipendo! Genies Federkiel. So. Dann gehen wir hier nochmal durch. Ja, ich auch. Und ich will mal hier nochmal durchgucken. Nichts. Du solltest dich wirklich gut umschauen bei Freud und Leid. Man kann nie wissen, was man dort findet. Flipendo! Also ihr habt gedacht, wir können ihr unsere Bohnen dort abgeben. Aber können wir leider nicht. Leider, können wir das nicht. Leider. So. Hier waren wir schon. Silbersickel. Flipendo. So, noch drei, noch zwei, noch einer. So. Hier ist... Ach, hier sind auch wir drei. Flipendo. Flipendo! Lumos! Lumos! Geschlossen. Geschlossen.
Okay. Vielleicht können wir jetzt den Trank kaufen. Weil den brauchen wir ja noch. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!